Während Millionen von Euro für Aufrüstung ausgegeben werden, herrscht ein andauernder Pflegenotstand. Und die Herausforderungen einer globalen Pandemie zeigen einmal mehr, wie wenig eine kapitalistisch organisierte Gesundheitsversorgung den Bedürfnissen der Menschen gerecht werden kann. Gestern hatten wir schon einen sehr konkreten Einstieg und Einblick in den Stand der Privatisierung von Pflege in Bremen. Jetzt, gerade in den letzten Jahren und im Angesicht dieser multiplen Krise, müssen wir als Linke Fragen um Sorge tragen, kollektiver Verantwortung und Organisierung um Sorge stellen. Eine feministische Antwort finden wir im Konzept der sorgenden Städte. Dieses Konzept ist im Kontext feministischer, munizipalistischer Bewegung in Spanien entstanden. Und eine, die ganz nah da dran ist, sitzt hier heute auf dem Podium neben mir, Laura Perez, wurde für zivilgesellschaftliche Plattform Barcelona en Comú als Stadträtin für Feminismus gewählt und kann uns sozusagen direkt aus ihrer sorgenden Stadt berichten. Des Weiteren konnten wir Muna Marufi für dieses Panel gewinnen. Sie forscht aktuell im Forschungsprojekt Enacting Citizenship and Solidarity Across Europe from Below an der Universität Hamburg als Postdoc und hat lang mehrsprachige Arbeitsrechtberatung angeboten. Sie engagiert sich außerdem in Berlin in einem Stadtteilladen in Kreuzberg. Die dritte im Bunde ist Barbara Friedrich von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie hat das Netzwerk Care Revolution mit aufgebaut und arbeitet für die Rosa-Luxemburg-Stiftung als stellvertretende Direktorin des Instituts für Gesellschaftsanalyse und leitende Redakteurin der Zeitschrift Luxemburg. Die könnt ihr übrigens auch hier vorne am Eingang finden und kostenfrei im Abo bekommen. Lohnt sich sehr. Sie sitzt hier natürlich außerdem für das Vorbereitungsteam dieser Konferenz. Laura, 2017 wurde Barcelona zur sorgenden Stadt erklärt. Nach dem Antritt hat Ada Colau mit Barcelona en Comú ein umfassendes Programm zur Demokratisierung der Sorge verabschiedet. Wir gucken auch mit dieser Strategiekonferenz auf jeden Fall sehr aufmerksam in Richtung eines solchen tollen feministischen Projekts von Kommunalpolitik. Wie ist es dazu gekommen? Was bedeutet Demokratisierung der Sorge für euch? Había empezado la intervención dando el marco de la política feminista de la ciudad de Barcelona. Hay un documento, de hecho, como veo que tendremos poquito tiempo, que es el Plan para la Justicia de Género de Barcelona, el primer plan que fue de 2015 a 2019 y el que está ahora en activo, que es el segundo plan por la justicia de género, donde algunas de las cosas que no me dará tiempo a explicar pues pueden ir a consultar. Básicamente es una estructura que pone en el centro la economía. Para nosotras era muy importante apostar, y muchas, una buena razón del por qué entramos en política personas que no habíamos nunca participado, era apostar por un feminismo de clase, apostar un feminismo para las mujeres más precarias, apostar un feminismo que hablara de economía y, obviamente, de economía feminista. Para ello, la estructura de estos planes tiene como cuatro ejes, que todos son necesarios para abordar la economía feminista, aunque uno de los bloques es específicamente la economía feminista. ¿Por qué digo que es necesario? Pues lo entenderéis. El primero, por ejemplo, nos habla del cambio institucional, de cómo la estructura de la institución local tiene que tener en cuenta muchos elementos para poder hacer política pública feminista. Por ejemplo, los sistemas de información. Necesitamos datos desagregados por sexo, necesitamos datos para hacer política pública y tener conocimiento, por ejemplo, de las mujeres que cuidan en la ciudad, de las personas que cuidan en la ciudad de Barcelona. Actualmente, de manera intensiva, 355.000 personas se dedican de manera intensiva a los cuidados, pero es obvio que todas o todos vamos a estar en algún momento o para que nos cuiden o para cuidar. Pero ese cambio institucional lleva muchas medidas que tiene que ver en incorporar la mirada de género en los planes, en las normativas, en los programas, empezar a trabajar los presupuestos con enfoque de género, que es algo que ya llevamos varios años analizando y creo que nos ha permitido también mejorar en el propio instrumento de los presupuestos, en la formación del personal, en la contratación pública, teniendo en cuenta que muchas de nuestras instituciones externalizan
y externalizan en sectores muy feminizados, precarios, con convenios laborales donde las condiciones de salarios o las condiciones de trabajo no son óptimas. Por lo tanto, necesitas una institución sensible al género y que tenga instrumentos para poderlo analizar y para poderlo desarrollar. El segundo eje es el económico. ¿Por qué? ¿Por qué Barcelona en Común, ¿no?, desde el ámbito local, quiere tensionar también el resto de estructuras y el resto de instituciones para plantear un modelo económico más justo, social y medioambientalmente? Y un modelo económico que tenga que apostar también y que se tenga que preguntar quién cuida y quién cuida a las que cuidan, ¿no? ¿En qué situación están cuidando mayoritariamente mujeres en nuestra ciudad y cuál es la calidad de vida que le queda a estas personas que sacrifican sus vidas, su desarrollo personal, laboral, para cuidar a otros? En un Estado español que no cuenta con un sistema nacional de cuidados, la única legislación que hay en esta materia es la Ley de Dependencia, que es solo para personas dependientes, y que está muy infradotada económicamente y, por lo tanto, condena a la precariedad a muchísimas mujeres, ¿no?, dentro de familias que se dedican específicamente al cuidado. Ahora entro un poco más a desarrollar esta parte, pero para que entendáis el esquema, si había uno de cambio institucional, uno económico, el tercero es la ciudad de derechos, es promover la participación política de las mujeres, también de las mujeres que cuidan, es hablar de coeducación para entrar también en el ámbito de los cuidados desde la educación en el ámbito de Barcelona, es hablar de vivienda, ¿no? Barcelona, uno de los grandes temas, ¿no?, y que también nos movilizó al equipo de gobierno, fue que no está garantizado el derecho a la vivienda y, por lo tanto, no está garantizado el derecho a la ciudad. Es una de las problemáticas más graves, los desahucios, la cantidad de personas en condiciones de infravivienda y la cantidad de mujeres que viven en condiciones precarias. También es el ámbito donde abordamos las violencias machistas. Por tanto, un tercer ámbito que nos va a hablar de los derechos y que va a promover la participación política de las mujeres, un indicador en el que hemos mejorado muchísimo en los últimos años y, sobre todo, a través de estas estrategias, ¿no?, de las económicas. Y el cuarto eje, que también tiene mucho que ver con el cuidado y que es específicamente del ámbito municipal, es el espacio urbano. Son los barrios, es cómo pensamos la ciudad, cómo es la vida en la ciudad y, por lo tanto, tocará todos los temas de planificación urbanística, de movilidad en la ciudad y cómo pensamos, de nuevo, cómo repensamos un espacio público que ha sido diseñado históricamente por hombres y que ha sido históricamente diseñado para el ámbito productivo, dando una prioridad al coche, dando una prioridad a un tipo de movilidad que solo tiene que ver con ir a trabajar y volver a casa, por lo tanto, obviando, ¿no?, desestimando la importancia de los cuidados, por ejemplo, con el tipo de movilidad. Los buses dentro de los barrios habían sido recortados, cuando es la movilidad básicamente femenina para ir a llevar al niño al cole, al mercado, a hacer las tareas, al hospital, acompañar a una persona dependiente. Y lo que se habían priorizado eran las grandes infraestructuras en determinadas zonas de la ciudad. Entonces, darle la vuelta a ese espacio urbano que ha priorizado el coche, que ha priorizado o que ha olvidado al peatón, ¿no?, y una movilidad que es mucho más femenina, el transporte público. Por lo tanto, también los cuidados, y específicamente en el ámbito de la ciudad, tienen que tener en cuenta cómo es el espacio urbano, qué espacios quedan para cuidar, desde los parques para jugar hasta dónde colocamos el mobiliario urbano es relevante para los cuidados, cuánto mide la acera por la que vamos a pasar es relevante. Por lo tanto, el ámbito municipal también te permite, ¿no?, ese vivir la vida en lo cotidiano, ese mirar el barrio y no tanto las grandes infraestructuras. Entro en el por qué apostar por un modelo económico más justo, social y medioambientalmente. Y aquí básicamente podría y ojalá tengamos hoy tiempo para debatir, abordar el tema de los cuidados desde cualquier área del ayuntamiento. Podría estar ubicado en la estructura institucional en cualquier lugar. Nosotros apostamos por la perspectiva feminista, porque es la perspectiva que podía permitir la transformación y porque no queríamos olvidar que las que cuidan
son mujeres. Entonces, esto estaba en el centro. Podría abordarse desde salud, podría abordarse desde servicios sociales, incluso desde recursos humanos, ¿por qué no? El tema es, ¿por qué hacerlo desde una perspectiva feminista? Nuestro objetivo tenía sentido porque para nosotras era socializar los cuidados para eliminar esa asunción desproporcionada de los cuidados que tienen las mujeres dentro del ámbito de la familia, ¿no? ¿Quién se carga con esos cuidados dentro de la familia? Pero también quisimos abordar el ámbito remunerado. Las mujeres mayoritariamente migrantes que están asumiendo los cuidados en el ámbito laboral y, como decía antes, con condiciones muy precarias. ¿Cómo hacerlo desde una perspectiva feminista? No, para nosotras no había otra opción, pero si hay debate, creo que es interesante también ver otras opciones. Tenía esta medida, ¿no? La que hacía Judith referencia en 2017, la de socializar los cuidados, tres líneas de trabajo. Esto no significa que sea la única medida. La ciudad cuidadora también nos habló de feminización de la pobreza y de entrar también en la estructura económica para modificar las condiciones en el ámbito laboral de muchas mujeres precarias en nuestra ciudad. Pero el ámbito de los cuidados tenía que abordarse de manera central y darle, como, ¿no?, dentro de la estructura institucional, una medida propia, una medida que nos identificara con esa ciudad cuidadora. Lo trabajamos con muchísimas activistas de la ciudad, con trabajadores, fue un ejercicio de coproducción de política pública. Contamos con Sandra Ezquerra, es una economista feminista que ha publicado, ¿no?, y creo que en online también tienen traducido al alemán. Y básicamente abordamos tres ejes de trabajo. El primero es el reconocimiento social de los cuidados, un ámbito invisibilizado en el discurso, en la realidad, en la política pública y en la economía androcéntrica. Entonces, cómo reconocemos y le damos centralidad al cuidado era todo un eje de trabajo. El segundo, que luego podré entrar en más detalle, es la corresponsabilidad de la administración pública, del mundo comunitario, de la empresa privada y de los hombres. Esa socialización del cuidado que está mirando a varios ejes. Yo creo que donde más hemos avanzado es la administración pública, pero creo que es bueno señalar, ¿no?, que tiene toda esa complejidad, el ámbito comunitario, qué rol juega, la empresa, qué rol juega, la economía social y solidaria, qué rol juega, y los hombres, qué rol juegan. Y el tercero es mejorar las condiciones en las cuales se dan los cuidados, y es dirigirnos directamente a las trabajadoras de ese ámbito, sin olvidar todas las dificultades que implica una ley de extranjería que excluye a mujeres, que dificulta la regularización de la situación administrativa, la invisibilidad de mujeres que están internas en casas que no acceden, ¿no?, y que tienen dificultad para llegar a la administración pública, y por lo tanto un tercer eje específico para mejorar las condiciones en las cuales se dan los cuidados. Y hasta aquí la primera intervención. Muchas gracias. Ja, danke sehr, Laura, dass du uns einmal da so mitgenommen hast. Das Konzept der sorgenden Städte wurde von der Rosa-Luxemburg-Stiftung aufgegriffen, und für die hiesige Debatte habt ihr euch dazu entschieden, Vergesellschaftungen besonders in den Blick zu nehmen. Barbara, warum? Warum? Also, als wir uns mit dem Projekt auf den Weg gemacht haben, haben uns eigentlich zwei Fragen in erster Linie beschäftigt. Die erste war, Laura hat es gerade schon gesagt, wie entwickeln wir einen linken klassenpolitischen Feminismus, der nicht immer in diese engen Grenzen gezwängt wird, die man ihm oft antun will, und der, wie Rosa Luxemburg sagen würde, unvermeidlich wird. Und da bestand die strategische Herausforderung darin, praktische Politiken zu finden und zu entwickeln, in denen wir genau das deutlich machen können, dass Feminismus eben nicht ein Mittelschichtsprojekt ist und nur an der Oberfläche kratzt, sondern dass es, so wie wir sagen würden, eine sozialistische Transformationsstrategie ist. Und dass er darauf zielt, Herrschaft insgesamt zu adressieren und auf einen grundlegenden Umbau von Gesellschaft. Und entsprechend für eine linke Befreiungsperspektive kein mögliches Add-on, sondern sozusagen im Zentrum steht. Der feministische Streik oder die feministischen Streiks, die aus Argentinien und Chile vor allen Dingen irgendwie weltweit
in alle Richtungen sich ausgebreitet haben, haben ja genau das ins Zentrum gesetzt und da wirklich einen Paradigmenwechsel hingekriegt, was großartig ist. Und wir haben ja ganz viele Jahre, Judith schon gesagt, im Netzwerk Care Revolution gearbeitet und das auch aus der Stiftung heraus unterstützt. Und im Grunde haben wir mit anderen Begriffen, aber eigentlich auch da war genau das schon das Ziel. Jetzt, was heißt das aus der feministischen Perspektive, einen grundsätzlichen Gesellschaftsumbau? Das ist ein dickes Brett natürlich. Also haben wir uns gefragt, war die zweite Frage, die uns beschäftigt hat, wie kriegen wir da jetzt einen konkreten Hebel dran? Also wie kann ein feministisches Transformationsprojekt, haben wir es jetzt mal genannt, aussehen, das genau Einstiege in so einen Umbau ermöglichen kann? Und bei diesem strategischen Nachdenken sind wir dann auf das Konzept der sorgenden Städte aus Spanien gestoßen und fanden es aus verschiedenen Gründen extrem inspirierend und für unsere Debatten fruchtbar. Ich will jetzt drei versuchen, möglichst kurz zu nennen. Der erste Grund ist, weil sozusagen das Konzept der sorgenden Städte aus unserer Sicht genau dieses transformative Potenzial hat und als eine Art von Kompass dienen kann, um konkrete Politiken und Projekte anzuleiten. Projekte, die eine doppelte Funktion haben können. Einerseits Verbesserungen, also konkrete Verbesserungen im Alltag zu ermöglichen und zu erreichen, zu erkämpfen und gleichzeitig den Weg für die nächsten Schritte und die größeren Veränderungen zu ermöglichen, also das Terrain zu erweitern. Eben nicht in einer Reform stecken zu bleiben, sondern immer zu gucken, dass damit auch die nächsten Schritte möglich werden. Es braucht aber eben unbedingt diese umsetzbaren Projekte, also auch die kleinen Dinge, wo wir politische Erfolge erzielen, aber wo wir auch einfach materielle Bedingungen erstreiten, die diese nächsten Schritte möglich machen, weil die unsere Kampfkraft stärken und ermöglichen, dass wir sozusagen auch gegen die Ohnmacht, mit der wir es täglich zu tun haben, gemeinsam ankommen können. Und in dem Sinne fanden wir es deswegen auch toll, das Konzept, weil es diese positive Vision transportiert, weil es eben nicht nur eine Kritik an den bestehenden Verhältnissen ist, die wir als Linke irgendwie immer sehr gerne machen und auch können, sondern weil es auch diese Richtung angibt und sagt, wo wir eigentlich hinwollen und wie es anders sein könnte, wenn wir in einer Stadt leben würden, in der Sorge im Zentrum steht. Der zweite Grund, den wir interessant fanden, war, dass die sozusagen Initiatorinnen dieses Konzepts, die in der sorgenden Stadt diese Idee einer der sorgenden Stadt mit einer kommunalen Politik verknüpfen. Also quasi eine feministisch-sozialistische Kommunalpolitik. Das ist nichts, was jetzt bei uns irgendwie sehr viel diskutiert wird, aber wir haben den Eindruck, dass genau das ein fruchtbarer Weg wäre, um daran weiter zu diskutieren. Und zwar sehr kurz, erstens, weil die Stadt, das Viertel, der Kiez, die Nachbarschaft genau der Ort ist, wo die globalen Krisen, mit denen wir es zu tun haben, ihr konkretes Gesicht kriegen, wo sie die Menschen treffen und wo sie auch konkrete Antworten erfordern. Aber auch, weil es natürlich das Terrain ist, auf dem sich die AkteurInnen treffen können, wo wir sozusagen zusammenkommen und potenziell auch stabile Netzwerke bilden können und auch die Aushandlung von Bedürfnissen überhaupt stattfinden kann. Ein dritter Punkt ist, natürlich ist es so, dass viele Dinge auf der kommunalen Ebene nicht zu lösen sind. Das haben wir gestern irgendwie auch in der Abendveranstaltung diskutiert. Aber es gibt eben auch diesen Internationalismus der Städte und Kommunen. Und deswegen haben wir auch diese tollen internationalen Gäste eingeladen, die heute hier und morgen mit uns diskutieren werden und wo auch diese Inspiration zwischen den Kommunen und Projekten für uns total zentral ist. Und diese munizipalistische Politik, die versucht, genau die Spielräume, die es auf der lokalen Ebene gibt, auszuloten, die ist eben nicht nur in Spanien, sondern auch in Lateinamerika inzwischen, also spielt eine große Rolle. Und der letzte Punkt, den wir da überzeugend fanden oder der uns interessiert hat, ist natürlich, dass wir auch als parteinahe Stiftung uns gefragt haben, wo kann eigentlich die Linkspartei dort, wo sie in Verantwortung ist oder in sozusagen was beeinflussen kann, wo kann sie eigentlich einen Unterschied machen. Genau. Und der dritte Aspekt, den wir super inspirierend fanden und der eigentlich auch jetzt im Zentrum der Konferenz steht oder den wir ins Zentrum der Konferenz gestellt haben, hat Laura jetzt auch schon mehrmals gesagt, ist, dass die Spanierin eben diese kommunale Agenda, dieses munizipalistische Projekt mit der Vergesellschaftung von Sorgearbeit verknüpft haben und die da drin so eine zentrale Rolle spielt und damit sozusagen die aus unserer Sicht
eigentlich essentiell ist. Und ich sage auch gleich kurz, warum. Besonders anschlussfähig fanden wir das, glaube ich, auch deswegen, weil ja seit einigen Jahren diese Diskussion um Vergesellschaftung durch die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin wieder ins Zentrum überhaupt der linken Debatte gerutscht ist. Ich meine, es war immer die zentrale linke Frage eigentlich, aber sie ist jahrzehntelang überhaupt nicht diskutiert worden. Vor 5 Jahren hätte man niemals fordern können, dass irgendwas vergesellschaftet wird. Und das hat sich geändert. Und wir hatten dann den Eindruck, diese Debatte wird jetzt virulent geführt, aber es gibt da drin eigentlich gar keine geschlechterpolitische oder eine nur sehr wenig geschlechterpolitische Dimension. Und es gibt ja jetzt bei DWE eine AG, die genau das auch macht und sozusagen sich feministisches Vergesellschaften auf die Agenda geschrieben hat, die auch hier sind und mit denen wir die Diskussion weiterführen können. Aber wir hatten den Eindruck, da sozusagen einerseits an die bestehende Debatte anzuknüpfen und gleichzeitig sie um diese feministische geschlechterpolitische Achse zu erweitern, sei produktiv. Jetzt zum Abschluss, habe ich noch ein paar Minuten? Ja? Mhm. Zum Abschluss, also genau, zu dem Punkt, was kann das eigentlich heißen? Also was heißt das, wenn wir jetzt sagen, feministisches Vergesellschaften oder Vergesellschaftung von Sorgearbeit? Sehr häufig sagen wir ja in den care-feministischen Zusammenhängen, es geht darum, einerseits diese unsichtbare Arbeit sichtbar zu machen und gleichzeitig auch sie zwischen den Geschlechtern anders zu verteilen. Und beides ist super zentral. Wenn wir aber jetzt an den Kern des Problems wollen, dann brauchen wir noch einen Schritt weiter. Und zwar brauchen wir eigentlich eine grundlegend andere Art, wie Sorge in dieser Gesellschaft insgesamt strukturiert und organisiert ist. Also wir müssen sozusagen die Art und Weise, wie Sorgeverhältnisse aufgebaut sind im Kapitalismus, müssen wir in den Blick kriegen und verändern. Und wir sagen jetzt, in gesellschaftliche Verantwortung nehmen. Und das heißt aus unserer Sicht eigentlich vor allen Dingen 2 Dinge. Und zwar haben wir jetzt gesprochen von einer doppelten Entprivatisierung. Also Vergesellschaftung von Sorge heißt, wir brauchen eine doppelte Entprivatisierung. Das erste heißt, sie muss raus aus der Marktsteuerung und Profitlogik. Das ist eigentlich total klar und das haben wir auch gestern ausführlich gesehen und diskutiert. Und das zweite ist, sie muss raus aus der privaten Verantwortung, aus den Haushalten und den Familien, wo sie sozusagen hauptsächlich von Frauen geltlich und unter extremer Überlastung geleistet wird. Und dass sie vor allen Dingen im privaten Haushalt und Frauen zugeschoben ist, ist natürlich weder zufällig noch natürlicherweise so, auch wenn es sehr häufig so scheint, sondern ist das Ergebnis, was man so ein bisschen in einer marxistischen Terminologie der geschlechtlichen Teilung der Arbeit nennen kann. Also es gibt eine globale Teilung der Arbeit, es gibt eine Arbeitsteilung zwischen Hand und Kopf und es gibt eine Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Und mit der geschlechtlichen Arbeitsteilung geht die Ausbeutung dieser weiblich konnotierten, unentlohnten Sorgearbeit einher, die elementar ist für den Kapitalismus, die also sozusagen das Lebenselixier ist dafür, dass diese Ökonomie eigentlich die ganze Zeit weiterarbeiten kann. Und außerdem, und das ist zentral, ist die geschlechtliche Arbeitsteilung natürlich auch die Grundlage für das herrschende Geschlechterverhältnis. Denn diese vermeintlich natürliche Verkopplung von bestimmten Tätigkeiten, die notwendig sind gesellschaftlich, und einer bestimmten Personengruppe und dieser Schein, dass das quasi sozusagen eine natürliche Gabe eines Teils der Bevölkerung ist, diese Alltagspraxis, dass wir durch dieses Tun, die einen tun das, die anderen tun das, stellen wir im Grunde dieses binäre und heteronormative Geschlechterverhältnis täglich immer weiter her. Insofern, und um das aufzubrechen, reicht es eben nicht, Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern besser zu verteilen, sondern da müssen wir diese Art der Arbeitsteilung grundlegend verändern. Und aus feministischer Sicht würde es eben heißen, sie zu vergesellschaften, in gesellschaftliche Verantwortung zu nehmen, zu sozialisieren. Und wenn wir uns noch ganz kurz, letzter Satz, wenn wir uns Erinnerung rufen, dass die gesellschaftliche Teilung der Arbeit die Grundlage für die herrschenden Eigentumsverhältnisse ist, das ist ja das, was jetzt sehr viel eben im Kontext von DWE diskutiert wird, und dass mit der Hierarchie von Tätigkeiten aber eben auch die Hierarchie von Geschlechtern einhergeht. Das ist ein total zentraler Punkt. Dadurch, dass wir sagen, die eine Arbeit ist produktiv und relevant und die andere ist eben unproduktiv und weniger wichtig, damit geht auch die Hierarchie von Geschlechterverhältnissen einher. Es ist die Grundlage für geschlechtsbezogene Gewalt. Und insofern wäre eine Vergesellschaftung von Sorgearbeit
eben auch eine konkrete Kritik und potenzielle Überwindung dieser Hierarchie von Geschlecht, genau. Und wie wir da in kleinen Schritten, aber stetig hinkommen, ist ja Gegenstand der Tagung und werden wir sicherlich weiter diskutieren. Ja, das hoffe ich auf jeden Fall. Dankeschön. Genau, gesellschaftliche Verantwortung für konkrete Verbesserungen mit transformativem Potenzial. Da denke ich nicht nur an sorgende Städte, sondern auch an das Konzept Solidarity Cities. Das wird vielen ein Begriff sein. Muna, was bedeutet das für dich? Würdest du sagen, solidarische Städte sind auch sorgende Städte und umgekehrt? Ja, nachdem ich euch jetzt beiden zugehört habe, denke ich nochmal umso mehr, dass sich die Konzepte einer solidarischen und einer sorgenden Stadt sehr gut ergänzen und zusammen vielleicht auch nochmal deutlicher machen, was damit gemeint ist. Ich glaube, du musst es nicht näher rannehmen. Näher? Ja. Okay. Denn auch der Begriff der Solidarität ist ja einer, der auf viele unterschiedliche Weisen und manchmal auch auf unscharfe Weisen genutzt werden kann. Und auch in der antirassistischen Praxis, denke ich, muss immer wieder ganz klar und konkret gemacht werden, was soll Solidarität eigentlich bedeuten. Kritische Ansätze versuchen, solidarische Praxen von humanitären zu trennen und betonen dabei vor allem auch nochmal die Gegenseitigkeit, die einer solidarischen Praxis zugrunde liegen muss. Und gerade in diesem Punkt denke ich, dass die Konzepte der solidarischen und der sorgenden Stadt sehr anschlussfähig aneinander sind. Denn auch wenn es um Sorgearbeit geht, ist ja eine wichtige Voraussetzung, dass prinzipiell alle in einer Gesellschaft mal Sorgearbeit leisten und mal entgegennehmen müssen. In einer solidarischen Stadt muss es dabei vielleicht aber auch noch mal mehr darum gehen, Ungleichheiten und Hierarchien zu erkennen und versuchen, diese nicht nur anhand von rechtlichen Reformen, sondern auch in der konkreten Umsetzung und Praxis von verschiedenen Behörden, Institutionen, aber auch in allen anderen möglichen zwischenmenschlichen Beziehungen abzubauen. Aktivistische und politische Ansätze einer solidarischen Stadt zielen darauf ab, Änderungen eben nicht nur in nationalstaatlichen Regulationen zu fordern, sondern ganz konkret und lokal zu schauen, was eigentlich fehlt oder was es eigentlich braucht, damit zum Beispiel Menschen ohne gesicherten Aufenthalt oder ganz ohne Aufenthalt Zugang zu Infrastrukturen einer Grundversorgung bekommen. Dafür werden dann auch pragmatische Lösungen gefunden, die sich zwischen verschiedenen Interessen bewegen können und letztendlich auch Kompromisse sind, zum Beispiel zwischen staatlichen oder stadtpolitischen Interessen an Integration und Steuerung und aktivistischen Forderungen nach Teilhabe und Transformation. Häufig wird davon ausgegangen, dass kommunalpolitisch das Interesse an einer ermöglichten Teilhabe größer ist als aus nationalstaatlicher Perspektive, wo nochmal mehr Abschottung und Ausschlüsse im Zentrum stehen. Gleichzeitig muss ja aber auch die Stadtpolitik immer wieder hinterfragt werden, da sie auch stetig interne Grenzen und Ausschlüsse durchsetzt und auch die zunehmend verfolgte Politik der differenziellen Inklusion, also das heißt eine Fragmentierung von Ansprüchen und Rechten, ist mit bestimmten wirtschaftlichen und neoliberalen Interessen verknüpft. Dadurch werden auch weitere Hierarchisierungen, Spaltung und Prekarisierung angetrieben. Gleichzeitig führt ja allein auch schon die öffentliche Diskussion um solidarische Städte zu mehr Wahrnehmung der Situation von undokumentierten Menschen in Behörden und Gesellschaft allgemein. Ganz kurz möchte ich noch ein paar Beispiele erwähnen. Also Städte wie Zürich, Toronto und New York werden oft in Bezug auf solidarische Städte erwähnt, da es dort eine relativ erfolgreiche Zusammenarbeit gibt mit Stadtverwaltungen, vor allem um die Einführung von Citycards, also sozusagen Stadtausweisen, die Personen ohne sicheren Aufenthalt oder ohne Aufenthalt Zugänge zu städtischen Versorgungsinfrastrukturen ermöglichen. Demgegenüber gibt es auch immer wieder den Vorwurf oder die Skepsis, dass Städte damit eher nur technokratische Notlösungen verfolgen oder sich auch auf symbolische Aktionen beschränken, anstatt wirklich mehr Zugänge und Rechte zu ermöglichen und auch Ressourcen anders zu verteilen.
Andere Beispiele zeigen, dass Formen und Nachweise der Zugehörigkeit zu einer Stadt oder Nachbarschaft auch von unten eingefordert und umgesetzt werden. So wie es in Berlin mit einer City-ID versucht wurde oder in Stadtteilen von Paris, wo AktivistInnen eine Nachbarschaftskarte eingeführt haben, die vor allem in Situationen von Racial Profiling und rassistischer Polizeigewalt einzelnen Personen helfen soll, sich sozusagen als sozial und aktivistisch vernetzt zu zeigen und damit als Teil einer Community und einer Nachbarschaft auch mehr Schutz zu finden. Zusammenfassend würde ich sagen, dass in Debatten um solidarische Städte eben sehr viele verschiedene Ansätze verfolgt werden, verschiedene Strategien, die auch davon abhängen, wie viel kommunale Gestaltungsmöglichkeit überhaupt vorhanden ist, auch wie die Zusammenarbeit mit Stadtverwaltungen läuft, ob sie mehr konfrontativ oder kooperativ ist. Und ich denke, die Erfahrungen, die damit bisher gesammelt wurden, sind auch, können auch sehr lehrreich für unsere Debatte um sorgende Städte sein und dass wir da hoffentlich auch noch mal mehr voneinander lernen können. Danke, Mona. Laura, wenn du jetzt das hörst zu Solidarity Cities, was denkst du in der Tradition von Munizipalismus bedeutet das für das Verhältnis von Stadt, Gesellschaft, Bewegungsakteuren und Institutionen, wenn wir an sorgende Städte denken? Gracias. Muy interesante escucharlas. Creo que suma y se complementa, ¿no? Sobre todo desde esa mirada municipal que ahora me haces la pregunta. Yo creo que las municipalistas de corazón, que somos muchas, defendemos el ámbito local como el ámbito de la acción política más directa. Defendemos el municipalismo, y ahora pongo algún ejemplo, pero entre otras cosas, el municipalismo, en mi experiencia, estira, el municipalismo posiciona y el municipalismo consigue ampliar derechos. Y de hecho no es casual que en muchos estados donde gobiernan fuerzas de derechas o las capitales o muchas de las ciudades y los pueblos, ¿no?, el ámbito local se consigan, incluso habiendo habido muy poco tiempo entre unas elecciones y otras, ganar posturas mucho más de izquierdas, ¿no? Tampoco sorprendería que en marcos estatales de represión de derechos, por ejemplo, de personas migrantes, el mundo local no pueda sostener vecinos de primera y vecinos de segunda. Y entonces, incluso las mismas fuerzas políticas tengan posiciones mucho más flexibles en el ámbito local, porque, bueno, al final está la convivencia, lo cotidiano, el día a día, hace que esa limitación de derechos tenga un impacto en la convivencia, tenga un impacto en el modelo de ciudad, tenga un impacto en muchísimas otras políticas públicas. Por lo tanto, temas que comentaba Mona, en el ámbito local se posicionan más fácilmente. También es la institución más próxima a la ciudadanía. Es muy fácil meterte en un castillo en la capital, ¿no?, y no salir de allá y andar legislando, que es un tema importantísimo, pero el día a día y el cuerpo a cuerpo está en la ciudad. Uno no puede meterse en el castillo y desaparecer en la ciudad. Uno pasea, habla con vecinos, con vecinas, y por lo tanto no puedes quedarte, no eres inmune al sufrimiento que te encontrarás, a la pérdida de derechos o a situaciones. Por lo tanto, creo que la política municipal construye, no solo diseña, sino que tiene capacidad, ¿no?, de construcción. Creo que posiciona, ¿no?, y puede permitir ampliar en derechos, y creo, defiendo personalmente, pero también colectivamente en redes de ciudades en las que trabajamos, ¿no?, en el Fearless Cities, por ejemplo, que la ciudad es el espacio de la transformación social más directa, ¿no?, y con sus limitaciones, con sus grandes limitaciones. De hecho, el municipalismo, una de las cosas que defiende es una mayor centralidad política, pero también de recursos. Veíamos en Hungría, por ejemplo, Orbán, una de las decisiones a la que pudo es perseguir, ¿qué persigue?, ¿no? Persigue el eje feminista y, por lo tanto, una política antigénero o antifeminista, a los colectivos LGTBI. Tiene la derecha y la derecha que reprime, ¿no?, y los contextos dictatoriales tienen enemigos, la extrema derecha tiene enemigos comunes, y el mundo local no es casualidad que también sea
un enemigo a batir, ¿no? Y que la retirada de competencias que hace cuando puede, la retirada de competencias y de recursos económicos, creo que no es casual. Y acabo con una reflexión, al menos en el caso de Barcelona, o sea, ¿cómo consigue esa ampliación de derechos del ámbito local? También, es decir, en un ayuntamiento grande, en un ayuntamiento saneado económicamente, con capacidad y recursos, ¿no? No creo que sea tan sencillo en otros contextos, o sea, no quiero decir que sea sencillo, pero, por ejemplo, en un primer mandato o ahora en los dos, la ampliación de servicios públicos que no eran nuestra competencia y que en pocos años esa presión social, esa, ¿no?, ese conseguir que se adhieran a tus políticas, pongo una muy sencilla, el dentista municipal. En España el dentista es un servicio de pago, es un servicio privado, no lo cubre la sanidad pública. Un poco similar en el ámbito de la salud mental, la cobertura en el ámbito de la salud mental es muy limitada. Desde el ayuntamiento diseñamos un dentista municipal, diseñamos un psicólogo municipal, luego hablaré del canguro, y han sido tres políticas que han conseguido desde el ámbito local posicionar esa demanda, que ya es una demanda ciudadana, que como se consigue en Barcelona, no es tan sencillo, ¿no?, ignorarla en el resto del país, en el resto de Cataluña, pero también en el resto de España. Entonces, reivindicar, ¿no?, el rol de lo municipal también para conseguir posicionar y conseguir nuevos derechos, siempre y cuando se haga de la mano de la ciudadanía organizada, ¿no?, y siempre y cuando tengas un movimiento fuerte que te acompaña. Danke, ja. Genau, wir versuchen sehr viele Bögen zu schlagen. Das findet sich natürlich alles wieder in den Workshops und wir können dann da auf jeden Fall anknüpfen. Barbara, ihr versucht mit jetzt hier ja schon so ein bisschen auch so eine Übersetzungsleistung. Muna sprach vom Voneinanderlernen. Wo siehst du Chancen, um aus den Erfahrungen jetzt aus Spanien, von den spanischen Genossinnen für die Praxis hier zu lernen? Und welche Schritte wären wichtig, institutionell und infrastrukturell, um Sorgearbeit hier zu vergesellschaften? Ja, danke. Also genau, für uns war diese munizipalistische Diskussion auch, also viele, alles, was Laura jetzt auch gerade nochmal gesagt hat, ist natürlich auch für uns hier total relevant und wichtig, auch in der momentanen Situation, um Politik zu machen, finde ich. Aber uns haben auch noch, hat noch ein anderer Aspekt interessiert, nämlich der Blick auf die Institutionen und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen ist es so, dass wir eben mit dieser Idee sozusagen sorgender Städte nicht nur eine neue Organisation von Care-Arbeit verbinden oder auch das sozusagen uns in Spanien quasi abgeguckt haben, sondern dass es eben auch um diese andere Art einer Bearbeitung dieses vermeintlichen Gegensatzes zwischen sozialen Bewegungen hier und institutionalisierter Politik geht. Und das ist das, was wir sozusagen in Barcelona so besonders eindrücklich sehen können und was uns ja, einfach angesprochen und inspiriert hat, weil dieses Verhältnis müssen wir verändern, wenn wir sozusagen Kräfte so bündeln wollen, dass wir irgendeine Art von Veränderung tatsächlich durchsetzen können. Also sozusagen geht es eigentlich um diese Verbindung von sozialen Bewegungen, institutionalisierter Politik und wir würden sagen, um eine Politik innerhalb, aber eben auch in Veränderung der Institutionen. Und das ist total wichtig. Also, dass wir jetzt nicht sagen, wir machen jetzt Politik in den Institutionen, sondern die müssen umgebaut werden. Und das ist aber sozusagen eben auch ein kollektiver Anspruch. Und entsprechend geht es dabei natürlich auch jetzt aus einer feministischen Perspektive ganz zentral um die Frage, wie wir eigentlich Politik machen. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Aspekt dieser munizipalistischen und feministisch-munizipalistischen Diskussion. Wie wollen wir Politik machen? Ja, in all ihren Details, auf die wir jetzt hier so nicht eingehen können. Aber wichtig scheint uns eben die Frage, wie eigentlich eine fokussiertere Auseinandersetzung, eine solidarischere und nähere Auseinandersetzung zwischen außerinstitutionellen und institutionellen Akteuren möglich wird. Und das ist auch das zentrale Thema auf dem Abschlusspodium heute Abend. Genau, und die zweite Ebene
die uns noch angesprochen hat, ist diese Frage der gesellschaftlichen Institutionen, die eigentlich für eine gesellschaftliche Absicherung des Lebens elementar sind. Und über die, wenn wir jetzt sagen, wir wollen Sorgearbeit vergesellschaften, müssen wir uns darüber natürlich ein paar Gedanken machen, was das eigentlich heißen kann oder wie das aussehen kann. Also wenn wir Sorgearbeit anders organisieren wollen und wie vorhin gesagt, entprivatisieren wollen, dann wirft es ja die Frage auf, was kann das eigentlich gesamtgesellschaftlich heißen? Wie würde das aussehen und wie können eigentlich verallgemeinerbare Formen solcher neuen Institutionen und neuen Infrastrukturen aussehen? Das kann ich natürlich jetzt nicht im Endeffekt beantworten, aber wir haben halt viel darüber nachgedacht, was Elemente davon sein könnten oder auch Schritte in diese Richtung. Ich will jetzt fünf kurz nennen. Aus unserer Sicht bräuchte es als erstes natürlich einen massiven Ausbau öffentlicher Infrastrukturen in allen genannten Bereichen der Sorgearbeit, also von Kitas, ambulante Pflege, stationäre Pflege, Jugendhilfe, Angebote für behinderte Menschen, Jugendarbeit und so weiter. Das ist klar. Die sind durch den Neoliberalismus ist der ganze Sektor extrem privatisiert und selbst dort, das haben wir ja gestern auch gehört, wo es gemeinwohlorientierte Träger sind, oder sogar öffentliche, unterliegen sie dieser Ökonomisierung und diesem Zwang. Und dann macht manchmal die Trägerschaft oder die Eigentumsverhältnisse gar nicht so einen Riesenunterschied. Also müssen wir sozusagen diesen Sektor einerseits ausbauen und vor allen Dingen aber vom Kostendruck befreien. Genau, denn, ja, Punkt dafür. Weil nur wenn wir gute Sorgeinfrastrukturen haben und es auch genug Leute gibt, die Lust haben, in diesem Sektor zu arbeiten. Das ist nämlich ja eines der zentralen Probleme, die wir momentan haben, weil die Bedingungen so katastrophal sind, will da niemand arbeiten. Entsprechend wird die Situation eigentlich immer prekärer. Nur wenn wir das in den Griff kriegen, haben wir auch die Möglichkeit, diese ganze familiarisierte Sorge wirklich in gesellschaftliche Verantwortung zu nehmen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Sorgeinfrastrukturen müssen aus unserer Sicht eben in öffentlicher und gemeinwohlorientierter Hand sein. Das würde konkret heißen, dass es erstmal in den ersten Schritten um Rekommunalisierungsforderungen an den verschiedensten Ecken geht. Also, und das schließt ja auch an viele kommunale und lokale Kämpfe an, die gar nicht nur Sorgearbeit betreffen, sondern auch Wasser, also Krankenhäuser, Wohnungen und so weiter und eine große Resonanz finden. Der dritte Punkt wäre, dass aber aus unserer Sicht Vergesellschaftung eben mehr als öffentliche Trägerschaft und erst recht mehr als staatliche Trägerschaft heißt. Also Vergesellschaftung heißt nicht Verstaatlichung, sondern die Eigentumsstruktur ist nur ein Aspekt davon. Und damit es, und wir wissen ja auch, dass viele öffentliche Institutionen nicht zwangsläufig einen emanzipatorischen Charakter haben. Das ist ja eine der wesentlichen Kritiken auch an dem bisherigen Sozialstaatsmodell, so kaputt gespart es jetzt ist, dass es eben nicht, das kennt ihr alles, muss ich jetzt nicht sagen. Insofern ist für Vergesellschaftung dieser Aspekt der Demokratisierung und der wirklichen gesellschaftlichen Verfügung elementar. Das heißt, dass diejenigen, die es betrifft, sowohl diejenigen, die Sorge leisten, als auch die, die Sorge empfangen, mitreden können darüber, in welchen Formen das stattfindet, was eigentlich ihre, also dass es auch eine kollektive Debatte darüber gibt, was eigentlich Bedürfnisse sind und wie wir die in ihrer unglaublichen Vielfältigkeit so befriedigen wollen, dass es nicht irgendwie sozusagen auf jeden Pott einen Deckel gibt. Und wenn man da nicht reinpasst, hat man halt Pech gehabt. So, das, und der letzte Punkt, der dann sich unmittelbar daran anschließt, ist die Frage, was ist eigentlich Sorgearbeit und wie wollen wir die verstanden wissen? Über diese negative Bestimmung hinaus. Sie soll nicht privat sein, nicht vergeschlechtlicht, nicht migrantisiert oder rassifiziert. Das ist klar, aber darüber hinaus müssen wir uns ja fragen, wie wollen wir eigentlich jetzt Sorgearbeit verstanden wissen und wie wollen wir sie leisten in einer anderen organisierten, in einer vergesellschafteten Form? Und da ist zum Beispiel die Frage, welche Tätigkeiten, also wir haben gesagt, wir brauchen öffentliche Infrastrukturen, aber welche Tätigkeiten wollen wir denn zwar aus diesem engen Rahmen von Familie und Haushalt rausholen, aber vielleicht nicht und in jedem Fall sozusagen auch aus Vereinzelung und damit mit Sorgearbeit oft einhergehende auch Einsamkeit, aber vielleicht nicht als Berufstätigkeit in sozusagen durchgeplanten Institutionen leisten, sondern wie kann eine neue Arbeitsteilung in dem Feld aussehen, die sozusagen auf Selbstorganisierung zählt, die einfach andere Praxen entwirft und die sozusagen die
ja genau, eine geteilte Verantwortung eben nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern vor allen Dingen verschoben zwischen Staat und Markt und Öffentlichen und den Haushalten impliziert. Und der letzte Punkt, den ich da machen möchte, wäre sozusagen, welche institutionellen Formen sind dafür geeignet, genau solche Arten von geteilter, kollektiver, selbstorganisierter Sorgearbeit zu ermöglichen und vor allen Dingen trotzdem öffentlich abzusichern. Also zu gewährleisten, dass es nicht selbstorganisierte Projekte, Nischen, Subkulturen bleiben, sondern dass wir in solchen Projekten andere Formen von Sorgepraxen entwickeln, die dann aber auch gesellschaftlich verallgemeinert werden können, sage ich jetzt einfach mal. Also durch öffentliche Mittel abgesichert, aber eben auch zugänglich für alle. Also nicht nur für diejenigen, die sozusagen qua politischer Sozialisation oder insgesamt Zugang zu so einer Art von selbstorganisierten Praxen haben, um da nicht dann auch wieder klassenselektive Elemente reinzukriegen. Und vor allen Dingen, weil diese neuen Praxen ja auch, um wirklich in der Gesellschaft wirksam werden zu müssen und ihr transformatives Potenzial zu entwickeln, ja, verallgemeinert werden müssen, also eine breitere Zugänglichkeit haben müssen. Und darüber diskutieren wir ja dann heute, also jetzt im Anschluss in dem Workshop 1 auch weiter. Soweit erstmal. Danke, Barbara. Genau, Muna, du hast auch gerade schon von sehr konkreten Punkten und sozusagen ja, Beispielen, von die in Solidarity Cities praktiziert werden, erzählt. Im Hinblick auf die konkreten Punkte, die Barbara jetzt gerade genannt hat, von Infrastruktur, von vergesellschafter Sorge, wo würdest du sagen, im erweiterten Sinne von Care können diese Infrastrukturen, spielen diese Infrastrukturen auch eine Rolle für solidarische Städte? Ja, Infrastrukturen sind ja quasi die Grundlage oder das Gerüst einer kontinuierlichen Aushandlung von Versorgung und Verteilung von Ressourcen. Und insbesondere städtische Infrastrukturen sollen auch soziale Reproduktion ermöglichen, was aus kapitalistischer Perspektive natürlich auch immer bedeutet, arbeitsfähige Arbeitskräfte zur Verfügung zu haben. In einer solidarischen Stadt soll es ja aber auch darum gehen, gut und angenehm zu leben, und dafür braucht es viel mehr als Arbeit und ein auskömmliches Einkommen. Angefangen natürlich mit einer Wohnung, und das bedeutet nicht einer erzwungenen Unterbringung in einem Lager. Zugang zu Kinderbetreuung, Bildung, gute Gesundheitsversorgung, aber auch Leute, die für einen da sind, sich sorgen, und auch Orte zum Ausruhen, Zusammenkommen und Feiern. Wenn all diese Orte und Infrastrukturen aber kommodifiziert und privatisiert sind, sind sie damit auch ungleich zugänglich. Und wie gut sich dann bestimmte Personen und Gruppen in einer Stadt sozial reproduzieren können, unterscheidet sich auch. Personen, die jahrelang prekarisiert, marginalisiert oder illegalisiert gelebt haben oder vielleicht weiterhin keinen Aufenthaltstitel haben und somit zu vielen Infrastrukturen keinen Zugang, sind dabei natürlich besonders schlecht gestellt. Das heißt, in einer solidarischen Stadt ist an sich das Ziel, dass es eben gar nicht darauf ankommt, was der Rechtsstatus ist, wann man angekommen ist, wie viel man verdient oder auch wie viele Leute man vielleicht kennt. Denn in einer solchen Stadt wären Zugänge zu Grundrechten und Infrastrukturen einer Grundversorgung für alle möglich, aber auch eben nicht nur für eine Grundversorgung, sondern auch um das Leben in der Stadt lebenswert zu machen. In Deutschland haben sich Debatten um die Ermöglichung konkreter sozialer Infrastrukturen für undokumentierte Personen meistens am Zugang zu Bildung und Gesundheit gezeigt. Ein Weg, dieses zu ermöglichen, besteht darin, diese Institutionen von einer Meldepflicht zu entbinden. Das heißt, sie müssen Wissen über eine undokumentierte Person nicht weitergeben. Diese Maßnahme könnte aber noch für viel mehr Institutionen gelten, wie beispielsweise Arbeitsgerichte. Weitergehende Versuche, Gesundheitsversorgung für alle und unabhängig vom Status und Versicherung zu ermöglichen, wurde jahrelang von zivilgesellschaftlichen Akteuren wie den Medibüros vorangetrieben. In Berlin und Hamburg hat es dazu geführt, dass sogenannte Clearingstellen eingerichtet wurden, wo sich Personen erkundigen können, ob und was für Zugänge sie zur Gesundheitsversorgung haben und wo es auch
begrenzte Ressourcen für eine Kostenübernahme gibt. Das ist vielleicht keine ideale Lösung, aber es zeigt dennoch, dass sich dank zivilgesellschaftlicher Forderungen in den letzten Jahren auch in Deutschland etwas getan hat. Trotzdem geben diese Veränderungen vielleicht nicht allen Personen die Sicherheit, die sie benötigen, um es dann wirklich in Anspruch zu nehmen, sondern es muss auch gut und mehrsprachig kommuniziert werden und dann in der Praxis tatsächlich auch so aussehen wie versprochen. Und dafür müssen zivilgesellschaftliche und selbstorganisierte Akteure auch dauerhaft in den Diskussionen vertreten bleiben, auch Prozesse begleiten und immer weiterhin auch weiterreichende Forderungen einbringen, wie nach einer kollektiven Regularisierung von Undokumentierten. Es kann aber auch problematisch sein, wenn staatliche oder stadtpolitische Akteure sich zivilgesellschaftliche Projekte und Räume aneignen. Ich habe zum Beispiel in den letzten Jahren am Beispiel der Arbeitsmarktteilhabe von Geflüchteten erforscht, wie zivilgesellschaftliche Akteure dazu beigetragen haben, dass sich der Zugang zur Arbeit für Geflüchtete im letzten Jahrzehnt ziemlich ausgeweitet hat. Allerdings entsprechen die daraus entstehenden Projekte und Maßnahmen dann auch oft staatlichen Logiken einer Aktivierung und schnellstmöglichen Vermittlung auch in prekäre Arbeit und können dadurch vorherrschende Zwänge und Rassifizierungen verstärken. Das heißt, Infrastrukturen des Zugangs zur Arbeit sollten auch mit einer Kritik von Arbeitsbedingungen und Arbeitskämpfen verbunden werden. Es muss nicht nur mehr Infrastrukturen des Arbeitsmarktzugangs geben, sondern auch Infrastrukturen der Verhandlung und Einforderungen von Rechten. Und auch Akteure wie Gewerkschaften sollten sich in solche Debatten einbringen. Das bedeutet, die Existenz von Zugängen und Infrastrukturen an sich muss auch immer wieder hinterfragt und verhandelt werden, damit es nicht nur darum geht, dass alle Zugang zu dem bekommen, was vorhanden ist und in entstehende Strukturen und Systeme eingeschlossen werden, das heißt zum Beispiel in prekäre und ungleiche Arbeitsmärkte und Gesundheitssysteme, sondern diese auch herauszufordern und für alle zu verbessern. Im Grunde genommen soll es ja in einer sorgenden und solidarischen Stadt darum gehen, soziale Reproduktion nicht nur in dem Sinne zu vergesellschaften, dass Infrastrukturen der Sorge entprekarisiert, deprivatisiert und dekommodifiziert werden, sondern, wie es ja auch Barbara ausgeführt hat, Sorge wieder als gesellschaftliche Aufgabe und kollektive Verantwortung verstanden wird, welcher eben nur durch mehr kommunale Mitbestimmung, Zusammenarbeit und Solidarität in Städten, Stadtteilen und Communities gerecht werden kann. Ja, genau. Nicht nur eine Verbesserung und genau andere Zugänge zu Sorge, sondern auch ein Umdenken von Sorge in der Gesellschaft. Laura, kannst du vielleicht uns ein paar konkrete Projekte vorstellen? Du hast gerade schon gesprochen von Zahnärzten, die ihr umsetzen konntet und wo du sagen würdest, das verkörpert diesen Gedanken von einer sorgenden, vielleicht solidarischen Stadt. Sí, la verdad es que cuesta elegir uno porque desde 2017 como han ido creciendo proyectos, ¿no? Cuando también a la institución le pones, ¿no? Esta prioridad, van desde diferentes áreas generándose espacios. Tal vez quedarme con los más específicos que tienen que ver con el cuidado, con cuidar a las cuidadoras. Uno de ellos es el centro, un centro físico dedicado a las cuidadoras, cuyo nombre es Barcelona Cuida, buscamos algo evidente, no vaya a ser. Era una demanda histórica de la red de familias cuidadoras, pero yo recuerdo la rueda de prensa donde lo presentamos. Nunca llegaron a imaginar o a tener la expectativa de que en el ámbito local se podía hacer desarrollar un servicio tan completo, ¿no? O sea, un poco su demanda era casi tener un espacio de reunión y acabamos montando un quilombo de cuidadoras como muy completo. ¿Pensando en qué? Pensando en la asesoría jurídica, psicológica, la información que uno necesita cuando va a enfrentarse a un momento de cuidado intensivo,
También para planificar el autocuidado y el envejecimiento, un tema también en nuestras sociedades que debería ser abordado de una manera bastante más intensa. Y el acompañamiento a las familias en general, pues siempre pongo los mismos ejemplos, pero no sé, una detección de una enfermedad que requerirá un cuidado intensivo, como pueda ser el cáncer o como pueda ser el Alzheimer o como puedan ser tantas otras, llegar a un centro en el cual en un mismo lugar te puedan ofrecer un servicio de atención domiciliaria, cómo necesitarás reformar tu casa para adaptarla a una nueva necesidad, si eso es necesario, qué tipo de cuidados y cómo tú, ¿no?, puedes ser acompañado en el cuidado que tienes que dar. Es decir, bueno, en un mismo lugar, el cuidado que te permite tener tan poco tiempo, pues poner el tiempo en el centro y asesorar de forma presencial, telefónica y online todo lo que tiene que ver con los cuidados. Pero por otro lado, y de nuevo, por ese feminismo de clase convencido, un lugar donde también abordar el ámbito privado, ¿no?, el ámbito laboral remunerado de los cuidados y, por lo tanto, el asesoramiento en un país donde se acaba de sumar al convenio 189 de la OIT, que es el que ofrece todas las prestaciones y derechos a las trabajadoras del hogar, pero que aún no es efectivo. Con lo cual, una disparidad importante en el régimen general de la seguridad social y las prestaciones de las trabajadoras del hogar. Hay todavía muchas dudas, si te pueden despedir, si tienes derecho a paro, a vacaciones, si es un despido ilegal, qué es un contrato oral. O sea, tener un asesoramiento jurídico también en la contratación de personas que están en situación irregular para conseguir la regularización. Básicamente la estrategia pasa, y hablábamos antes de las terminologías, pero en este caso una apuesta por la desfamiliarización, es decir, la ampliación de servicios desde lo público, por ejemplo, en servicios específicos de infancia con discapacidad, en subvención, reforma del hogar que necesites para que tu casa esté actualizada a la necesidad de la enfermedad o de la dependencia o de lo que puedas necesitar, en ampliar servicios de respiro, de descanso para cuidadoras intensivas, tanto en lo cotidiano, que una persona vaya a tu casa y tú puedas marchar a tomarte un café, como pues dispositivos que tienen que ver con el alojamiento, por lo tanto, durante un mes poner a tu persona, ¿no?, para poder tú cuidarte, para tu salud mental, para tu salud física y tener servicios de este tipo. El canguro municipal, que es una de las políticas más novedosas, que básicamente está dirigido a familias monoparentales, muchas de origen migrante, que llegan a nuestra ciudad sin redes comunitarias de cuidado, ¿no?, sin esos abuelos y abuelas que son los que están en los parques por las tardes. Entonces, el canguro municipal no sustituye para nada el ámbito educativo, es un añadido, en el cual hay un servicio socioeducativo también muy especializado en el ámbito de la discapacidad para que mayoritariamente mamás, también algún papá, haga uso de ese espacio para conciliar la vida laboral, para conciliar con su vida activista o para irse a tomar un café o leer un libro debajo de un árbol, porque también eso nos parecía importante, ¿no?, que no fuera para conciliar en los términos estrictos en los que se ha entendido. Hay un artículo muy bueno de Cristina Carrasco que se llama Conciliar, no gracias, y que habla justamente de lo que han sido hasta ahora las políticas de conciliación que están al servicio del capitalismo. Es para que puedas trabajar más, entonces te ponemos un servicio para aparcar, ¿no?, al niño o a la niña. También la tarjeta cuidadora, que es una también de las últimas que hemos conseguido tener este mandato. Yo creo que todas estas hablan de la desfamiliarización, o sea, creo que este es el eje, cómo la administración pública aborda a través de servicios públicos, ¿no?, y descarga el peso a las familias. Creo que es un eje importantísimo que se ha mencionado hoy y estos son ejemplos de cómo se hace. La tarjeta cuidadora creo que va un poco más allá, creo que tiene que ver con el reconocimiento social del cuidado, la existencia de la cuidadora en la ciudad y cómo todos los equipamientos de la ciudad a través de esa tarjeta te pueden ofrecer servicios, descuentos, subvenciones, por el hecho de tú ser cuidadora.
¿Qué necesito de una biblioteca? ¿Qué necesito de un hospital? ¿Qué necesito de un centro social? O sea, hay prestaciones que tienen que ver con todos esos equipamientos que te van a ayudar a llevar a cabo tu misión, ¿no? O tu función como cuidadora, pero poniéndote a ti en el centro, no a la persona a la que cuidas, que también obviamente ha de ser compatible, pero desde una mirada de yo como cuidadora tengo derecho. Y aquí también me parece que era necesario reivindicar la parte económica, que los cuidados también son parte de la economía, aunque no hayan sido reconocidos, y que esta tarjeta tiene que ver con todo eso, ¿no? Con el reconocimiento del cuidado y con el reconocimiento del peso económico. Y por último, la territorialización. Barcelona es una ciudad con 73 barrios, 10 distritos, y esta tarde en el taller Lucía Morales, que es mi compañera de Barcelona, explicará un poco en detalle cómo todo esto se lleva a la micro, ¿no? al barrio. O sea, cómo hacemos una estrategia territorial a través de un proyecto que intenta abarcar esa ciudad cuidadora, pero ya desde los detalles y aquí todo lo comunitario, ¿no? Toda la vida comunitaria, cómo adaptar los cuidados. Quiero acabar con una reflexión, porque habéis comentado algún tema, ¿no? Hablábamos de desfamiliarizar. El otro gran eje es el de desmercantilizar. Y claro, una propuesta como la de Barcelona en Comú, que obviamente es una propuesta de izquierdas y es un feminismo que se ha reivindicado muy como un feminismo para las más precarias, también vivimos en las contradicciones de lo posible y lo no posible, ¿no? Nosotras, cuando nos presentamos en las primeras elecciones en 2015, una de las medidas del programa electoral era internalizar, es decir, hacer funcionarias el servicio de atención domiciliaria de la ciudad, el que va a las casas. Es un servicio público, es un servicio gratuito, que básicamente acompaña en cuidados o en necesidades sociales varias a personas que necesitan asistencia en su casa. No están digamos, en el momento de necesitar un socio sanitario, otro tipo de equipamientos, pero necesitan mucho apoyo en su casa. Son 4.000 trabajadoras. Para nosotras era una medida de mucho calado, de mucho peso. Y claro, no está estrictamente en el ámbito del mercado, porque es un servicio público. Pero es un servicio público externalizado, con unas condiciones laborales que están sometidas al convenio laboral catalán, que es un convenio precario porque todos los ámbitos feminizados no han sido priorizados en las negociaciones sindicales ni en las negociaciones del gobierno catalán. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Barcelona ni puede internalizar sin quebrar, económicamente hablando, 4.000 trabajadores internalizadas, ni puede mediar directamente sobre las condiciones laborales, y al final tienes un servicio público gratuito precarizando a trabajadoras que tienen salarios mínimos desde un servicio público, ¿no? Y quería abordar esta contradicción porque creo, ¿no? Creo que es bueno que desde nuestras posiciones también digamos lo que nos parece mal. A mí me podría decir cualquier de estas trabajadoras, me dirá, pues cámbialo. Nos hubiera gustado, se estudió, se revisó, a través de las cláusulas de contratación hemos mejorado muchísimas esferas del servicio, algunos temas de ámbito económico y de ámbito de organización del trabajo, pero vivimos en esta constante contradicción. El ámbito de los cuidados sigue siendo un ámbito precario, con condiciones laborales muy, muy, muy precarias, y son servicios públicos que dependen de la organización feminista que está impulsando en este ámbito, pero que se encuentra con estas limitaciones y que creo que tenía que también hacer esa mención, porque al final no todo es lo conseguimos, sino es qué limitaciones se encuentra una administración pública que tiene que ser revisada, un ámbito de funcionarial que tiene muchísimas limitaciones, ¿no? Y la imposibilidad de hacer estas cosas. ¿Me matas si digo una cosa más? Una más. El de gracias. No, porque hablé de desfamiliarizar, desmercantilizar, y creo que el tema lo mencionaste, la división sexual del trabajo reproductivo. Y aquí, claro, la capacidad de intervención que pueda tener la administración en el ámbito dentro de la familia, ¿no? La división sexual dentro del trabajo también, de nuevo, es muy limitada.
campañas de sensibilización a través de las escuelas, actos, reconocimiento a las trabajadoras de la limpieza. O sea, puedes hacer en el ámbito simbólico y del reconocimiento muchas cosas. No puedes entrar en las casas y sancionar, ¿no? O convencer o, yo qué sé, obligar de ninguna manera a los hombres a ponerse en el cuidado. Y creo que es un ámbito donde estamos muy, 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 muy atrás. Hemos avanzado muy poco. Las mujeres han entrado en el ámbito laboral y hemos conseguido dobles jornadas, pero no hemos conseguido que esto sea equitativo. Y aquí lanzo solo la idea. Nosotras tenemos un centro de masculinidades hace hace dos años, el tiempo vuela, como ven. Un centro de masculinidades donde también trabajamos en el ámbito de los cuidados. El otro día decía, ¿no? Qué bien funciona en materia de paternidad. Qué bien funciona cuando hacemos un trabajo que está muy reconocido socialmente, como es el de cuidar a los más pequeños. Existe una jerarquización social del reconocimiento de los cuidados. No es lo mismo cuidar a un dependiente, una persona en silla de ruedas, una persona con Alzheimer que no te reconoce, que cuidar un bebé hermoso que todo el mundo te saluda en el parque. Entonces, existe esa jerarquización. Funcionan muy bien los programas de padres. No funciona tan bien en el ámbito menos reconocido, ¿no? Y más duro, probablemente, de los cuidados, como puede ser el ámbito de dependencia. Entonces, ese centro de masculinidad nos tiene que servir para encontrar nuevas estrategias para llegar, ¿no? a este ámbito en el cual es tan difícil entrar y trabajar. Disculpas, ¿eh? Muchas gracias. Danke, Laura. Genau, ich würde noch mal auf einen Punkt vorher kommen, diese Frage von, genau, es geht um Vergesellschaftung, nicht Verstaatlichung. Muna, du hattest nämlich auch kurz angerissen, Fragen von Gefahren, die auch Aneignung von selbstorganisierten Infrastrukturen mit sich bringen, Fallstricken. Selbstorganisation als Infrastruktur von unten, als Grundlage, wie würdest du sagen, kann das gelingen, auch das sozusagen nachhaltig und langfristig zu gestalten, ohne in diese Gefahren zu laufen? Ja, ich weiß nicht, ob ich alle Antworten darauf habe. Genau, ich erzähle einfach aus meiner Praxis ein bisschen. Ja, zunächst würde ich sagen, dass es in einer solidarischen Stadt eben nicht nur alle erforderlichen Infrastrukturen, über die wir schon gesprochen haben, geben muss, sondern auch eine Vielzahl an solidarischen Beziehungen, Infrastrukturen und sozusagen Commons des Ankommens, also selbstorganisierte und gestaltete Orte, wo Teilhabe in Stadt und Gesellschaft nicht nur von oben versprochen wird und auch auf das bestehende Mindestmaß reduziert, sondern tagtäglich praktiziert und auch weiterentwickelt wird. Dafür benötigen sorgende und solidarische Städte meiner Meinung nach Orte, an denen ganz praktisch und konkret ausprobiert werden kann, wie Fürsorge und solidarische Beziehungen trotz unterschiedlicher Lebensrealitäten und Voraussetzungen kollektiv gelebt werden können. Dabei können gesellschaftliche Hierarchien nicht aufgelöst werden, aber zumindest als nicht natürlich oder unbedingt notwendig verhandelt und hinterfragt werden. Solche Beziehungen entwickeln sich meiner Meinung nach aber nur mit sehr viel Zeit zum Experimentieren, Lernen und Vertrauen aufbauen. Ich denke, dass das schon an ganz vielen Orten ausprobiert und gelebt wird und kann hier nur eine persönliche Erfahrung teilen, die ich an einem solidarischen Ort, also in einem Stadtteilladen in Kreuzberg, der sich auch im Rahmen der Kreuzberger antirassistischen und Refugee-Bewegung zusammengefunden hat, teilen. Ich nehme da zum Beispiel an einer wöchentlichen Kiezkantine teil und kann erleben, wie ich auch ganz persönlich Lernerfahrungen mache mit der kollektiven Nutzung eines Raumes, der allen Gruppen zur Verfügung steht, die ihn nutzen wollen. Dadurch, dass ich jetzt einige Jahre lang kontinuierlich teilnehme, habe ich nach und nach mehr Vertrauen in die kollektive Kapazität geschöpft, sich um den Raum, aber viel wichtiger natürlich auch umeinander zu kümmern.
ich denke, nur als Beispiel hilft in diesem Raum, dass die zentrale reproduktive Tätigkeit des Kochens und zusammen Essens geteilt wird und damit auch ein Füreinander-Sorgen im Mittelpunkt steht. Im Gegensatz zu vielleicht anderen Formaten von Suppenküchen ist es auch hilfreich, dass sich jede Woche andere Leute zum Kochen melden. Das heißt, es wird ganz konkret versucht zu vermeiden, dass sich Hierarchien in diesen Sorgebeziehungen entwickeln und Leute unterteilt werden in solche, die Sorgearbeit leisten und andere, die Sorgearbeit nur benötigen. Ich glaube, in diesen Prozessen ist es wichtig, auch immer wieder zusammenzuschauen, was man da macht, ob das eigentlich auch allen gut tut und dafür zu sorgen, dass sich nicht einige für andere verausgaben, sondern dass alle eigentlich davon was haben, was ihr Leben auch bessert. Gleichzeitig müssen auch Erfahrungen, in denen es Konflikte gibt und wo auch vielleicht kollektive Fürsorge nicht genügt, reflektiert werden und sich durchaus auch damit beschäftigt werden oder damit konfrontiert, dass es eben auch in solchen kollektiven Räumen Enttäuschung geben kann, darüber, dass sich gesellschaftliche Hierarchien auch dort wiederfinden, denn diese Räume stehen ja nicht außerhalb von gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Ich glaube, solche Erfahrungen können auch wichtige Anlasspunkte sein, um immer weiter darüber nachzudenken, was besser gemacht werden kann. Denn, wie gesagt, unsere gesellschaftlichen Verhältnisse der Individualisierung und Prekarisierung lassen sich, glaube ich, nur langsam mit viel Mühe, Praxis und Reflexion in sorgende und solidarische Beziehungen umwandeln. Dabei wäre es aber natürlich wünschenswert, wenn sich nicht noch zusätzlich Sorgen gemacht werden muss um die Autonomie und den Erhalt dieser Räume. Ich glaube, diese Absicherung darf auch nicht nur von staatlichem Wohlwollen abhängen, sondern muss eben auch strukturell und langfristig ermöglicht werden und auch an nachbarschaftliche und gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung dieser Orte geknüpft sein. Trotzdem bleibt es für mich weiterhin eine offene Frage, wie solche Räume und Infrastrukturen der Solidarität noch besser abgesichert werden können. Und ich hoffe, dass wir das auch noch weiter diskutieren werden heute. Danke. Ja, ich finde, mit den Praxisbeispielen, die ihr jetzt auch schon reingebracht habt, können wir doch ganz gestärkt auch auf diese Herausforderungen gucken und die Fragen, die sich noch stellen zu Fürsorge, Selbstsorge und auch den Räumen für Kritik, die wir darin brauchen, um weiter daran zu wachsen und zu lernen. Das Ganze hier nennt sich ja auch Strategiekonferenz. Barbara, was heißt das denn? Was genau, auch gerade im Bezug darauf? Ja, also wir haben, als wir jetzt diese Konferenz geplant haben, als wir die Konferenz geplant haben oder überhaupt das Projekt angefangen haben, haben wir natürlich jetzt gedacht, dass wir diesen Rahmen erstmal nutzen wollen, um überhaupt diese Idee, sorgende Städte, kann das vielleicht so ein Kompass für unsere weitere feministische Arbeit und oder feministisch-antirassistische, linke, kommunale Arbeit sein? Also es ging erstmal darum, das vorzustellen und darüber zu diskutieren, aber vor allen Dingen wollten wir eben genau eine Strategiekonferenz machen und das heißt, das geballte Wissen, was hier ist, mit diesen vielen, vielen Leuten, die alle, also die ihr alle seit Jahren an diesen Fragen irgendwie dran seid, gemeinsam ins Gespräch zu kommen und zu überlegen, was das eigentlich alles konkret heißen kann und wie wir an welchen Stellen Teile davon irgendwie in die Praxis umsetzen können und was die Herausforderungen sind. Und ich finde, wir haben jetzt wirklich unheimlich viel Inspiration dafür bekommen. Und vor allen Dingen wollten wir eben auch das alles im internationalen oder noch besser im internationalistischen Austausch machen, nämlich mit den Gästen, die wir dafür eingeladen haben aus Spanien und Lateinamerika, die so wahnsinnig weit hierher gereist sind. Danke, 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 dass ihr das gemacht habt, um genau die Erfahrungen zu teilen und da zu überlegen, was eben auch in so einem internationalistischen Bezug wie wir da weiterkommen. Und ein letzter Punkt vielleicht, wir haben dann versucht, die Konferenz so zu konzipieren, dass sie tatsächlich möglichst entlang von Widersprüchen, Knackpunkten, Herausforderungen
dass die Workshops so strukturiert sind, also dass wir nicht nur einfach uns irgendwie gegenseitig erzählen, was wir irgendwie überwiegend schon wissen, sondern dass wir wirklich irgendwie versuchen zu schauen, wo müssen wir, ja, wo hakt's, wo haben wir vielleicht Ideen, wie können wir irgendwie gemeinsam uns stärken, inspirieren, irgendwie weiterkommen, aber wo sind eben auch die Widersprüche in den ganzen Sachen. Und dafür haben wir uns noch, jetzt ein letzter Satz oder zwei, dafür haben wir uns, wirklich nicht mehr viel, haben wir uns drei Achsen überlegt. Also wir haben ja diese Vergesellschaftung ins Zentrum gestellt und haben dann gesagt, wir versuchen jetzt diese Frage der Vergesellschaftung entlang von drei Achsen zu diskutieren, die wir eben versucht haben, durch das Programm zu legen. Ich vermute, dass ich euch das eh schon erschlossen hat, aber wir wollten es trotzdem hier nochmal sagen. Das ist eben einmal, also die eine Achse ist Vergesellschaftung als Kämpfe um das Öffentliche und Antiprivatisierung, also genau, sagen die klassische Vergesellschaftung. Die zweite Achse ist die Achse Vergesellschaftung als Demokratisierung und die Frage von Teilhabe, also genau, wer kann wo, wer kann und muss wo mitsprechen. Und die dritte Achse ist die Achse der Vergesellschaftung als Selbstorganisierung und der Umbau der Institutionen. Also wie können wir sozusagen aus einer Selbstorganisierung heraus neue Praxen entwickeln, die dann irgendwie eine Institutionalisierung erfahren können, um diesen Umbau voranzubringen. Also das sind die drei Achsen und es gibt immer jeweils morgens einen Workshop und nachmittags einen Workshop entlang dieser Themenbereiche. Genau, und jetzt der allerletzte Satz. All diese Konzeptarbeit und auch die Orga-Arbeit macht sich nicht von alleine. Und deswegen wollte ich jetzt zum Abend, ich habe jetzt hier so viel über unsere vielen Gedanken und Überlegungen erzählt und jetzt wollte ich einmal alle anderen bitten, aufzustehen, die daran seit zum Teil 2 Jahren schon oder 3 Jahren schon diskutieren und das alles mit vorbereitet haben. Aufstehen bitte!